Ein wenig meditieren, viele Mai Tais, Bruce Banners Genesung während des Blips war geradezu unglaublich. Die Phase 4-Planung von Marvel Studios hat sich auf neue Charaktere, neue Welten im Marvel Cinematic Universe auf die aktuelle Ära des Franchise konzentriert, die offiziell den Titel The Multiverse Saga trägt, und die She-Hulk-Serie fügt Jennifer Walters hinzu. In den Comics ist sie eine hochfliegende Anwältin, die von ihrem Cousin Bruce Banner eine Bluttransfusion bekommt, nachdem sie in Savage She-Hulk Nummer 1 von Gangstern erschossen wurde. Aber die Gammastrahlung in seinem Blut verwandelt Jen in She-Hulk. Wer hätte das kommen sehen können? Glücklicherweise verfolgt die Serie eine andere Herangehensweise an Jens Herkunft, da Bruces Blut in eine Wunde fließt, nachdem die Cousins in der ersten Folge in einen Autounfall verwickelt werden. Dies ist sinnvoll, da Banner in Anbetracht seines eigenen einzigartigen Zustands über die Gefahren Bescheid wüsste, seiner Cousine absichtlich eine Bluttransfusion zu geben. Die Show bezieht sich auch auf John Byrnes' The Sensational She-Hulk Comics, in dem die Heldin die vierte Wand durchbricht, um mit den Lesern zu sprechen. Chefautorin Jessica Gao sagte gegenüber The Hollywood Reporter, dass sie dieses Format ursprünglich in noch größerem Umfang in der Serie verwenden wollte. Es war schwierig, das Gleichgewicht zu finden, denn wenn es nach mir ginge, würde sie jeden zweiten Satz die vierte Wand durchbrechen. Alle mussten mich ein bisschen mehr davon abbringen. Das Durchbrechen der vierten Wand durch Jennifer verleiht der Serie ein Gefühl von Spaß, besonders gegenüber Ruffalo's Smart Hulk, der seiner Cousine beibringt, mit ihren neuen entdeckten Fähigkeiten umzugehen. So, if you want to go back to life as a lawyer, I respect that. Thanks. He doesn't mean that. Aber während Jen und Bruce aufholen, enthüllt der Wissenschaftler, was der Hulk während des Blips getan hat, nachdem Thanos die Hälfte allen Lebens im Universum ausgelöscht hatte. Die Welt hat sich in den 5 Jahren zwischen Avengers Infinity War und Avengers Endgame drastisch verändert, da die Hälfte der Bevölkerung infolge der Snaps verschwand. Aber als die Fans Hulk in Endgame wiedersehen, hat Bruce Banner einen Weg gefunden, die Stärke und Größe seines alter Egos mit seinem eigenen Intellekt und seiner Persönlichkeit zu kombinieren. Es ist eine überraschende Entwicklung für den Wissenschaftler, aber es ist eine, die es ihm ermöglicht, immer noch Teil des Geschehens zu sein und gleichzeitig seinen Charakterbogen weiter voranzutreiben. Aber She-Hulk Episode 1 zeigt, dass es kein leichtes Unternehmen war. Bruce erzählt Jennifer, dass er einen großen Teil seiner Zeit alleine in seinem abgelegenen mexikanischen Labor verbracht hat, das von Tony Stark finanziert wurde. But this is where I spent a blip fixing myself and integrating the Hulk Banner identities. Bruce hat dort ein Gerät entwickelt, das ihm hilft, seine beiden Seiten zu kontrollieren und Gehirn und Muskeln zusammenzubringen. In diesem Labor würde Bruce auch seinen Arm nach den Ereignissen von Endgame heilen, da er durch die Verwendung des Stark Gauntlet ziemlich verletzt wurde. Es ist großartig, dass Banner seine Zeit während des Blips produktiv verbracht hat, aber es ist schwer, nicht daran zu denken, dass er mehr in der Welt hätte tun können. Bruce hätte Natasha Romanoff und den verbleibenden Avengers dabei helfen können, die Welt nach dem Blip auf Trab zu halten. Ihr geht es zu Beginn von Avengers Endgame nicht so gut wegen all dem, was sie durchgemacht hat, und Bruce hätte für sie da sein können. Schließlich standen sich die beiden in Age of Ultron einst sehr nah. Im ersten Akt von Avengers Endgame arbeiten die meisten überlebenden Helden während des Fallouts zusammen. Nebula, Rocket, Okoye, Captain Marvel und War Machine leisten alle ihren Beitrag auf Erde und im Universum. Die Tatsache, dass Bruce sich in Mexiko versteckte, um an seinem neuen Smart-Hulk-Ego zu arbeiten und seinen Freunden nicht half, ist ziemlich ungewöhnlich. Unabhängig von seiner Abwesenheit während des Blips kann man mit Sicherheit sagen, dass Jessica Walters Übergang zu She-Hulk viel schwieriger gewesen wäre, wenn Smart-Hulk nicht entstanden wäre. Oder vielleicht gar nicht stattgefunden hätte.